Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder zu meinem Kanal gefunden habt. Ich freue mich sehr. Heute wird es ein Aufgebraucht-Video geben. Ich wollte vorab eigentlich was anderes abdrehen, aber da habe ich gesehen, dass sich da so einiges am Körbchen türmt. Das möchte ich euch natürlich gerne heute zeigen, damit ich es wegwerfen kann. Möchte auch direkt, ohne lang zu quasseln, mit meinem Video starten, damit ihr euren schönen Sonntag noch verbringen könnt. Und zwar habe ich mal wieder diesen Monat einiges an Masken aufgebraucht. Ich gehe direkt mit den Masken an den Start. Wie ihr vielleicht anhand meiner Hauls gesehen habt oder anhand meiner vorigen Videos, bin ich ein absoluter Maskenliebhaber. Und da habe ich auch so einiges aufgebraucht, wie ihr sehen könnt. Da war jetzt auch nur eine einzige Maske dabei, die man abnehmen musste. Alles andere waren Tuchmasken, ja. Und da gibt es eine, die ich wirklich, also ich mache mir gerne die Arbeit, wenn es eine sehr gute Maske ist, wobei ich einfach die Tuchmaske um einiges entspannter finde, weil man kann die sich auftragen, sich auf die Couch legen, es einwirken lassen, abnehmen und das war es dann auch. Man muss sich erst noch lange abwaschen. Nichtsdestotrotz, da habe ich mir diesen Monat die Matcha-Maske nochmal gegönnt von Shebens. Das ist eine super, super gute Maske. Die zieht super ein, die trocknet euch so ein bisschen ein, gibt viel Feuchtigkeit, tut aber auch ein bisschen, finde ich, die Haut auch so schützen und kräftigen, so habe ich das Gefühl. Sie strahlt danach immer so ein bisschen. Gerade im Moment habe ich ganz, ganz wirklich arg Probleme mit meiner Haut. Ich vermute, es ist stressbedingt, aber auch vielleicht vom ganzen Schwitzen. Das verstopft ja auch so ein bisschen die Poren. Und da muss ich wirklich immer viel mit Hautpflege nachhelfen. Die war wirklich super gut. Die nehme ich immer wieder gerne und habe ich auch schon nachgekauft. Die kann ich euch wärmstens von Shebens empfehlen. Dann habe ich aufgebraucht von Garnier eine Maske. Und zwar die Skin Active schwarze Tuchmaske mit der Aktivbambus. Kohle, die klärende Feuchtigkeitsspende, mattierende Maske. Gibt es nicht viel zu sagen. Die meisten von euch kennen die Garnier-Masken. Die tun ihren Job. Die kosten so roundabout 1,60 Euro so. Ist eine super gute Maske. Die tut auch einfach ein bisschen die Haut klären, finde ich. Also nicht so viel Feuchtigkeit geben, sondern die tut wirklich so ein bisschen die Haut klären. Und gerade wenn ich halt merke, dass meine Haut ziemlich dazu neigt, Unreinheiten zu haben, hilft die mir sehr, sehr gut. Und deswegen habe ich die einmal verbraucht. Dann habe ich eine Maskenserie verbraucht. Die ist ja auch recht neu bei DM gibt. Und zwar ist das einmal diese Serie. Diese Hydrogel-Maskenserie, die gibt es ja auch noch in diesem schwarzen Spitzendesign. Das waren jetzt helle Spitzenmasken. Für alle, die mich auf Instagram verfolgen, da hatte ich mal in meiner Story ein Bild dazu gepostet, wie das mit den Augenpads angekleidet aussieht. Also falls ihr mir noch nicht folgt, dann könnt ihr das auch gerne tun. Das ist in der Infobox auf jeden Fall mit drin, in meine Instagram-Adresse. Und auf jeden Fall, was die beiden Masken angeht, ich kann sagen, ich finde die super gut. Die fühlen sich ein bisschen flutschig an. Das muss ich direkt dazu sagen. Also wenn ihr dir aus den Verpackungen nimmt, die sind so ein bisschen gelartig, so ein bisschen flutschig in der Hand. Man muss da so ein bisschen gucken, dass man es gut aufgetan kriegt. Allerdings tun die wirklich die Haut toll, toll pflegen. Da ist Koffein und Hyaluron mit drin. Da habe ich, wie gesagt, einmal die Augenpads benutzt, einmal eine ganze Tuchmaske. Die war auch in so zwei Stückchen aufgeteilt. Das ist immer super praktisch, weil ihr dadurch ein bisschen leichter auftragen könnt. Einer, also in Schwarz habe ich noch als Backup. Ich weiß auch gar nicht, ob es die als Standardsortiment jetzt bei DM gibt oder ob es die jetzt nur als LE gab. Ich weiß es nicht so genau, weil die würde ich mir auch definitiv nachkaufen. Die fand ich mega, mega gut. Und dann habe ich aufgebraucht Tuchmasken von Action. Ich hatte euch mal im Action Haul gezeigt, dass ich die super gerne habe. Und zwar sind das, die heißt einfach Facial Sheet Mask. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Die gibt es in total vielen Sorten. Also ich hatte mir da mal einen ganzen Batzen mitgenommen. Und zwar sind die halt einmal eine hier mit Aktivkohle auch. Diese hier war mit Joghurt und Blaubeeren. Und das ist hier, das war eine richtig ulkige. Die sah nämlich aus wie ein Schmetterling auf dem Gesicht. Die hat auch sehr tief gereinigt und die Haut schön weich gemacht. Das Tolle ist bei den Masken, also die geben euch wirklich gut Feuchtigkeit. Ich fand die auch super leicht zum Auftragen. Das Tuch ist super gut getränkt, also eine sehr feuchte Maske. Und der große Vorteil ist der Preis, ihr Lieben. Also für alle, die jetzt sagen, jetzt die Balea-Masken gehen noch, aber zum Beispiel die neuen Neutrogena-Masken, die finde ich auch ein bisschen teuer, ehrlich gesagt, die Tuchmasken. Die kosten, ich glaube, 2,99 €. Finde ich ein bisschen happig für eine Tuchmaske. Wenn ich überlege, die von Action kosten nur 59 Cent. Das ist natürlich in dem Sinne kein Format, was man miteinander vergleichen kann, natürlich. Aber für mich reichen die, wenn ich abends einfach entspannen will, meine Haut ein bisschen Feuchtigkeit zurückgeben möchte, dann entspannen die mich, die hydrieren mich und deshalb auch eine absolute
absolute Empfehlung, die Actionmasken von 59 Cent. Wenn ihr ein Action bei euch in der Nähe habt, schaut da mal in der Kosmetikecke. Die haben tolle, tolle Sachen. Kann ich euch nur empfehlen. Dann habe ich platt gemacht einmal ein Badeschaum von Trackle Moon. Das hatte ich auch mal in einem Haul gezeigt. Das war nämlich reduziert, das Produkt. Das hat nur noch 70 Cent gekostet. Da hatte ich mir zwei von mitgenommen. Eins habe ich dann vor kurzem nochmal nachgekauft, weil es das letzte war im Regal. Ich weiß auch nicht, ob die aus dem Sortiment rausgehen. Ich fand diesen Duft, das war die Reihe Dreamcatcher mit Feige, Granat, Apfel und Vanille. Den fand ich super, super gut, den Duft. Der hat super gut gerochen. Ja, man riecht es immer noch so ganz leicht. Also hat eine leicht fruchtige Note, aber auch eine sehr süße Note durch die Vanille, die da drin ist. Und die hat das Badewasser auch so ein bisschen lila gefärbt. Das fand ich eigentlich auch ganz cool. Eine sehr, sehr tolle Duschschaumpflege. Wenn ihr die noch ergattern könnt, kann ich euch die auch nur wärmstens empfehlen. Dann kommen wir zu einem Produkt aus dem Bereich Körperpflege, ja, ihr Lieben. Und zwar geht es um Duschgel. Ja, ich habe da eigentlich auch einen ordentlichen Verbrauch, aber ich habe jetzt ein paar Flaschen so angefangen. Ich habe jetzt so zwei, drei angefangene Flaschen stehen. Deswegen habe ich nur von Dusch das eine platt gemacht. Und zwar ist es das Duschgel mit Grapefruit und Basilikumduft. Das ist durchsichtig und so, man sieht auch, so ein ganz leichter Rest mit drin. Also, es ist so ganz helles Rosé und der Duft, der war mega, mega gut. Ich kann euch das nur sagen, wenn ihr auf frische Duschgele steht. Also das ist wirklich ein sehr frisches Duschgel. Das habe ich am liebsten morgens benutzt, weil das einfach so ein bisschen, wie es auch draufsteht, ich fühle mich aufgeweckt. Also man hat so einen leichten Frische-Kick danach, weil es halt sehr fruchtig riecht und aufgrund des Basilikums da drin so ein bisschen diese Frische noch hat. Finde ich super gut. Würde ich mir auch definitiv wieder nachkaufen. Ich kaufe ja Duschgel gerne, wenn es im Angebot ist, weil ich finde es halt im Normalpreis ein bisschen teuer mit über 1 Euro. Das kommt öfter bei Rossmann für 88 Cent ins Angebot. Da nehme ich mir das gerne mit. Und würde ich mir auch definitiv nachkaufen. Ein absolutes Top-Produkt. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr wirklich auf frische Duschprodukte steht. Dann habe ich was im Bereich Haarpflege. Ich habe euch ja mal im Haar gezeigt vor kurzem, dass ich mir zum Ausprobieren jetzt eine Shampoo-Reihe von L'Oreal gekauft habe. Lasst mich mal bitte in der Infobox wissen, wenn ihr für mich ein gutes Shampoo habt, was wirklich trockenes Haar, was so ein bisschen zu Frizz neigt, einfach so ein bisschen bändigt, ja. Also wirklich einfach ein Shampoo, was so ein bisschen bändigen, gleichzeitig aber auch pflegt und nicht zu teuer ist. Das muss ich auch direkt dazu sagen. Ich fand jetzt bei DM, da habe ich ein bisschen durchgeschaut, da gab es auch viele so Sorten, die mich angesprochen haben. Gerade dieses, wo dieses Arganöl drin ist und so von dieser Moroccan, keine Ahnung, wie diese Marke heißt. Auf jeden Fall war der Shampoo mega teuer und dazu habe ich einfach mich nicht entschließen können. Deswegen habe ich mir das L'Oreal mitgenommen und hatte aber noch das Nivea aufgebraucht. Das habe ich ja jetzt fast zwei Jahre durchgehend genommen, die Haarmilch von Nivea. An sich ein super Produkt. Ich kann es euch wirklich nicht jetzt wirklich schlecht machen. Also es hat einfach jetzt in letzter Zeit nicht mehr für mich gereicht an Pflege. Das ist es einfach. Das hatte ich nämlich in der Variante für normale Haarstruktur. Steht auch drauf, trocken und geschädigt. Es hat nicht wirklich regeneriert, muss ich sagen. Meine Haare haben sich danach schon weich angefühlt und gereinigt angefühlt, das ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war jetzt nicht so, dass ich danach das Gefühl hatte, die fühlen sich sehr, sehr gut gepflegt an. Also die haben ihren Zweck erfüllt, die Produkte, aber es hat mir einfach nicht ausgereicht und deshalb wollte ich jetzt gerne mal was anderes testen. Probiere im Moment L'Oreal, mit dem bin ich auch nicht so zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Der werde ich einfach nochmal durchprobieren. Allerdings, wie gesagt, wenn ihr keine Probleme mit euren Haaren habt, sagt, ihr habt ganz normale Haare, die ganz normal fetten und nicht wirklich kaputt oder strapaziert sind wie meine, dann kann ich euch das wirklich empfehlen. Riecht ganz klassisch nach Nivea, macht die Haare schön weich und kämmbar und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr da mal was probieren möchtet von Nivea, also das, es gibt ja noch eine Shampoo-Reihe von Nivea, da muss ich ganz ehrlich sagen, da finde ich die Haare auf jeden Fall besser. Dieses Hellblaue, was es noch gibt, das habe ich nie getestet, aber das soll auch nicht so gut sein. Das, wenn ihr auf die Nivea-Duft steht, kann ich euch nur das mit der Haarmilch-Reihe auf jeden Fall empfehlen. Bleiben wir bei Nivea, da habe ich nämlich noch ein paar Produkte. Ich mag an sich Nivea einfach, das ist einfach eine Produktserie, da gibt es ja so viel mittlerweile, was die rausgebracht haben und es gibt wirklich Produkte, auf die ich sehr, sehr stehe. Und zwar haben wir da auch noch ein Produkt platt gemacht mit den Kids zusammen. Ich habe das euch in meinem Sommerfavoritenvideo schon mal gezeigt. Habe ich auch schon nachgekauft, weil ich es aufgebraucht habe. Die Nivea Sun Kids Sonnenspray Lutz. Also ist ein Sonnenspray für Sensitive Skin. Ist 50+, also ein sehr hoher Lichtschutzfaktor, den ihr habt. Und das Tolle ist bei dem Produkt, es ist parfümfrei. Und obwohl es 50+ ist, ihr müsst euch das nicht vorstellen, als wie so ein Film, den ihr danach habt. Also gerade bei den Kids, das zieht super schnell.
schnell ein, hinterlässt keinen Film, wird auch nicht so, also viele haben ja auch das Problem, dass sie dann zu klebrig werden, die Sonnencremes. Das macht es auch nicht. Ich nehme die gerne für meinen Körper. Hatte ich euch auch schon mal erzählt, glaube ich. Das ist absolut ein Produkt, was ich gerne für den Sonnenschutz an dem Körper nehme, mit den Kindern zusammen. Das kaufe ich jedes Jahr nach. Das kommt mit in den Urlaub. Das wird hier im Alltag benutzt, wenn wir viel draußen sind zum Beispiel. Kostet 9,95 Euro regulär in der Drogerie. Sind 200 Milliliter drin. Ein absolutes Top-Sonnenprodukt, was ich euch empfehlen kann. Wenn ihr jetzt gerade in Urlaub fahrt und noch nach der richtigen Sonnenpflege sucht, kann ich euch das wärmstens empfehlen. Dann habe ich noch ein Produkt von Nivea aufgebraucht, und zwar ist es die Intensivpflege. Das war ein kleines Pöttchen. Davon gibt es ja regulär in den Drogerien etwas größeren. Das ist eine kleine Größe, 50 Milliliter gewesen. Das hatte ich mal in so einer großen Nivea-Dose. Es gab mal bei DM so große Geschenkboxen, und davon hatte ich mir eine für mich selber mitgenommen, und da war die drin, und da habe ich die getestet, und ich kann euch sagen, ich finde die super. Also ich habe die auch abends zum Beispiel, wenn ich gemerkt habe, meine Haut, obwohl ich nicht so trockene Haut neige, sondern eher ölig oder Mischhaut habe, wenn ich halt gemerkt habe, so im Winter vor allen Dingen, die Haut trocknet stark aus, dann habe ich das super gerne fürs Gesicht benutzt. Ist eine sehr, sehr, wie soll ich das sagen, schnell einziehende Creme gewesen. Nicht wie die normale, klassische, dicke Nivea-Creme, auf gar keinen Fall. Ähnelt ein bisschen der Nivea Soft, finde ich, wobei die wohl noch reichhaltiger sein soll. Steht auch drauf, Intensivpflege schnell, zieht schnell ein für Gesicht und Körper. Also ich habe es jetzt bevorzugt im Gesicht benutzt, auch für die Kinder ab und zu, wenn die so trockene Hautstellen hatten, habe ich es auch im Gesicht benutzt. Würde ich mir auch, wenn ich meine anderen Pflegeprodukte mal aufbrauche, auch nochmal in der normalen Größe nachkaufen. Also wenn ihr da auf der Suche seid nach einem guten Pflegeprodukt, und da kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen, gerade auch wegen dem Duft. Also ich glaube, es gibt ja sogar von Nivea ein Parfüm mittlerweile, ne? Also was sie nicht alles rausbringen, das ist echt der Knaller. Dann kommen wir zu einem Produkt, was ein Flop-Produkt ist und was ich mit reingenommen habe in dieses Video, weil ich es jetzt einfach wegschmeißen will. Und zwar geht es um eine Zahnpasta. Ich stehe auf Colgate, ich bin ehrlich, es gibt ja so viele Sachen. Also meine Kinder, die kriegen immer Elmex, aber ich selber mag die Colgate-Zahnpasten. Da habe ich aber eine letztens einmal erwischt gehabt, die war wirklich nicht gut. Und zwar, ich nehme ja momentan die Optic White, die so die Zähne ein bisschen aufhellen soll, ja. Da hatte ich vorher aber gerne immer die Max White in diesen Shine, also in dieser Crystal-Reihe. Also das ist dann eine Zahnpasta, die ist so durchsichtig, wo so kleine Glitzerstückchen mit drin sind quasi. Und diese Kristalle haben halt wohl einen reinigenden Effekt, genau. Und da habe ich halt die Reihe gehabt mit Shine Crystal, Strange and Shine Animal, keine Ahnung, Seductive Mint Gel. Also das ist halt diese lilane Serie. Die grüne mag ich sehr, aber die lilane, also ich habe jetzt einfach wirklich mich gequält, die halb aufzubrauchen. Jetzt kommt die Müll. Es schmeckt widerlich. Ich kann es nicht anders sagen. Es hat irgendwie eine salzige Note drin. Ich weiß nicht warum. Ich kann mir damit die Zähne einfach nicht mehr putzen. Deshalb geht die jetzt in den Müll. Ein Top-Produkt. Kauft es euch nicht. Bitte nicht. Dann kommen wir zu einem Produkt, was ich auch ziemlich lange, also wo ich auch ziemlich lange gebraucht habe, um es aufzubrauchen, weil ich es eigentlich nur im Sommer benutze. Und zwar ist das von Balean Fußbalsam. Ich habe im Sommer wirklich, wenn man halt gerade auch viel offene Schuhe trägt oder Sandalen trägt, gerade jetzt, wo es so schön warm ist und wie viel draußen sind, da merkt man halt schon, oder wenn man auch schwimmen geht, dass die Füße sehr stark austrocknen, gerade im Fersenbereich. Da habe ich auch mal so trockene Stellen. Da muss ich immer wieder so ein bisschen mit einer Creme nachhelfen, um die quasi wieder ein bisschen Feuchtigkeit, um die Feuchtigkeit zu geben. Und da habe ich dieses Balsam sehr, sehr gerne genommen. Und zwar ist das das ganz klassische Fußbalsam Intensivpflege mit Shea Butter und Vitamin. Das habe ich auch bestimmt schon über ein Jahr gehabt, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob es das so noch gibt. Ich habe mir nämlich als letztes von Balea einen Fußschaum geholt. Der ist auch mega gut. Das habe ich, wie gesagt, jetzt aufgebraucht. Kann ich nicht viel zu sagen. War ein gutes Produkt, hat gut geduftet, war nicht sehr teuer. Wie gesagt, jetzt gerade, wo die Füße so trocken werden, da muss man auch die Füße mal eincremen. So, ihr Lieben, dann komme ich zu den letzten Produkten. Da ist nicht mehr viel in meinem Körbchen. Einmal habe ich dann noch von Primark, was die Abschminktücher angeht. Ich hatte davon noch ein zweites Pack, das habe ich aber weggeschmissen, weil es reicht ja, wenn ich euch das eine zeige. Und zwar ist das die Feuchttuchserie für Sensitive Skin, also für empfindliche Haut. Ich weiß nicht, ich finde die von Primark super. Die kostet im Doppelpack 1,50 Euro. Ich benutze die gerne einmal, um das Grobe runterzunehmen, und danach kommt der ganze andere Schmutz quasi mit einer Reinigungsbürste runter, mit meiner normalen Reinigungslotion. Und das nehme ich aber immer, um das Grobe gerade auf den Augen oder auf der Haut runterzunehmen.
Nach wie tun die für mich ihren Zweck erfüllen. Ich mag die vom Duft her sehr gerne. Da gibt es ja so viele Reihen. Das sind meine Liebsten. Ich habe momentan aber auch noch die Weißen, glaube ich, da, die ich auch gerne nutze. Kann ich euch nicht viel zu sagen. Auf jeden Fall ein Top-Produkt, was die Feuchttücher angeht. Dann habe ich noch zwei Sachen von Primark. Eigentlich ist es eins, aber ich habe mal einfach beide aufgehoben. Ich habe es schon mehrfach erwähnt, ihr Lieben. Ich liebe die Sultry Wimpern von Primark. Ja, ich liebe sie einfach. Ich habe jetzt hier keine mehr drin. Ich habe die schon weggeschmissen, weil die irgendwann so gruselig geworden sind nach dem Reinigen. Dann mussten die weg. Ich wollte euch noch einmal die Verpackung zeigen. Also wenn ihr da auch von mir gerne mal ein Video sehen möchtet. Ich hatte schon von einigen Zuschauerinnen einmal, das in der Infobox drin, in den Kommentaren drin, dass ihr gerne einmal sehen würdet, wie ich meine Wimpern anbringe, wie ich sie abnehme und auch reinige, weil ich benutze meine Wimpern nicht nur einmal, sondern wirklich bis zu dreimal. Das könnt ihr super machen. Ihr müsst einfach nur wirklich eure Wimpern ordentlich reinigen, den Kleber abziehen, mit dem Bürstchen immer so ein bisschen nachkämmen, dann sind die wieder toppi-toppi und ihr könnt die weiter benutzen. Die von Primark kosten 1,50 Euro. Da ist auch immer ein Wimpernkleber dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir geht der direkt mit in den Müll, weil ich benutze den nicht. Ich habe halt meinen, den von Fingers habe ich im Moment und den von Kiss nehme ich gerne. Den von Doho habe ich auch da. Aber die hier drin, ich finde, die taugen nicht wirklich was. Wenn ihr jetzt gar keinen habt, dann könnt ihr ihn nehmen. Ansonsten würde ich mal so sagen, ist es kein wirklich guter Kleber. Dann habe ich noch drei Teile im Bereich Make-up. Und zwar habe ich da einmal einen Concealer aufgebraucht. Das ist der Fit Me Concealer von Maybelline in der Farbe 2.0. Was soll ich dazu sagen? Das ist, finde ich, ein klasse, klasse Concealer. Den habe ich sehr gerne benutzt. Das war eigentlich auch immer mein Liebling, bis der von Make-up Revolution rauskam, der Concealer und Define. Der hat den abgelöst. Ansonsten, wenn ihr an den nicht drankommt, den von Maybelline kann ich euch wärmstens empfehlen. Der hat eine super Deckkraft. Der ist schön cremig. Ihr könnt den gut verteilen. Und ich habe noch einen Tipp, weil das Ding ist immer bei dem gewesen bei mir, dass am Ende immer hier noch so ein bisschen drinne war. Und das habe ich mal bei einer YouTuberin gesehen, die hatte das mal gesagt, dass man dieses Mittelstück hier drinne, dieses Kunststoffteil einfach rausnehmen soll, weil dann kommt ihr an die ganzen Ecken und Kanten und könnt da noch ein bisschen Produkt rauskratzen. So habe ich das auch gemacht und deshalb habe ich den auch richtig lange noch benutzen können. Da war auch noch was drinne am Ende. Den kann ich euch wärmstens empfehlen. Absolutes Top-Produkt aus der Drogerie für mich im Bereich Concealer. Dann habe ich zwei Produkte, die habe ich auch schon recht lange gehabt. Und zwar ist das beides von Kiko. Man kann jetzt hier die schriftlich erkennen. Das war ein Pflege, ja, wie so ein Pflegebalsam für die Wimpern von Kiko. Das kann ich euch mal zeigen. Das war in so einem ganz, ganz normalen Wimperntuschenbürstchen quasi. Es war so ein klares Gel. Und das sollte man halt quasi, wenn man abends, also nicht wie ein Serum, so kann man es nicht nennen, aber sollte halt die eigene Wimpern stärken. Und da ich ja mal Fake Lashes trage und abends sie abnehme, pflege ich immer auch ganz gerne über die Nacht meine eigenen Wimpern, damit die unter dem Kleber und unter den Wimpern nicht so leiden. Da habe ich das sehr gerne genommen. Im Moment nehme ich ein Wimpernserum, deshalb würde ich mir das auch nicht nachkaufen. Ansonsten, wenn ihr so wie ich sehr schüttige Wimpern habt, kurze Wimpern habt und nicht so, ich sag mal, lange und dichte Wimpern habt, dann solltet ihr auf jeden Fall auch auf Wimpernpflege setzen. Dann kommen wir zum letzten Produkt. Das ist auch ein Produkt von Kiko und zwar eine Wimperntusche. Die hat so dieses künstliche Bürstchen gehabt, was mir halt gar nicht gefallen hat. Ich habe sie aber trotzdem aufgebraucht und die geht jetzt auch in den Müll. Würde ich mir auch erstmal nicht nachkaufen. Ich habe noch so viele aus der Drogerie, die ich erstmal aufbrauchen möchte. Deshalb wird das auch nicht nachgekauft. Ihr Lieben, ihr seht, da ist einiges mit Monat zusammengekommen, im Bereich aufgebraucht. Ja, wir haben einiges verbraucht. Ich lasse auch immer ganz gerne die Sachen im Haushalt weg, weil ich finde immer, das interessiert vielleicht nicht jeden. Deshalb zeige ich euch gerne immer die Sachen, die im Kosmetikbereich liegen. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr mir gerne einen Kommentar da lassen und einen Daumen nach oben. Falls ihr noch kein Abonnent meines Kanals sein solltet, würde ich mich natürlich auch über ein kostenloses Abonnement freuen, ihr Lieben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis die nächsten Tage. Macht's gut. Tschüss.